Tochter sein könnte. So wie du. Vaterfrage. Wer hat dir das Kind gemacht? Nach 3 Jahren kommst du um die Ecke? Ich kann doch jetzt nach 3 Jahren mal nachfragen, ob es überhaupt meiner ist. Er hat mich im 6. Monat im Stich gelassen. Das war ehrlich! Endlich! Ja, alles Gute zum Geburtstag, aber du bist nicht meine Tochter. Wir waren nie miteinander in der Kiste gewesen. Das ist ein Schlag in die Fresse, Papa, das kannst du nicht bringen. Ich hab dir genau gesagt, wann ich befruchtbar war, ne? Vaterfrage, wer hat dir das Kind gemacht? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen wollen. Ich begrüße Melanie und Arno. Herzlich willkommen, dass ihr beiden da seid. Hallo. Arno, es geht um deinen Sohnemann Jason. Der ist, glaube ich, inzwischen 3 Jahre alt. Heute 3, genau. Heute 3 geworden. Oh Mann, herzlichen Glückwunsch für den Kleinen. Aber du stehst heute hier, weil du so eine Unsicherheit im Nacken hast und nicht genau weißt, ob der kleine Mann überhaupt von dir ist. Wie kommt das? Ja, also das hat mehrere Gründe. Zum Ersten die hat mir im 8. Monat erst eine SMS geschrieben, dass sie schwanger ist und dass ich der Vater bin, genau. Aha. Das heißt, du hast überhaupt nie was vorher davon mitbekommen? Vorher noch nie, nein. Wann habt ihr euch denn getrennt? Wir hatten ja keine richtige Beziehung, das war 3-mal gesehen und... Carmen und du, deine Ex-Freundin, genau. Oder Ex-Affäre. Also, ja, das ist ja ganz interessant. Also, das heißt, es war keine wirkliche Beziehung, sondern es war nichts anderes als eine Bettgeschichte. Richtig. Okay. Und dass das dann erst so spät an dich herangetragen wurde, wie ist denn das dann passiert? Hat sie dich angerufen? Ja, eine SMS geschickt, genau, dass ich dann Vater bin. Und hat sie gesagt, in 1 Monat wirst du Papa? So, genau. Wie hast du reagiert? Ja, erstmal war ich natürlich perplex, aber sie hat mir dann später auch erklärt, wieso, weil sie es nicht wahrhaben konnte, dass sie schwanger war und deswegen erst so spät irgendwann geschrieben hatte. Aha. Also, klingt ja ein bisschen dubios, ne? Genau, hast du denn den Kleinen dann, als er auf die Welt gekommen ist, auch gesehen? Doch, also nicht direkt im Krankenhaus, sondern später erst. Jetzt bist du ja seit einer ganzen Zeit mit Melanie zusammen. Wie lange ist eure Beziehung jetzt, Melanie? Wir sind jetzt knapp 7 Monate zusammen. Glaubst du denn auch, dass, weil es passt ja zeitlich schon auch sehr zusammen irgendwie, dass sie sich irgendwie daran stört, dass du eine neue Partnerin hast? Keine Ahnung, also ich habe nicht so wirklich richtig viel Kontakt mit ihr. Okay. Das ist eigentlich nur Jason abgeholt und kurz geredet, alles in Ordnung mit ihm und so, mehr war. Kontaktmäßig nicht. Aber hast du das Gefühl, dass dein Sohnemann gut genug entwickelt ist für sein Alter? Nee, das auf keinen Fall. Also, sonst würde er richtig sprechen können. Okay, klingt ja kritisch, aber ne? Glaubst du, dass sie eine gute Mutter ist? Ja, niemand ist perfekt, aber wenn man so sieht, dass der Kleine kaum sprechen kann, also okay, für die Förderung, sag ich mal, tut sie zu wenig. Wie ist er denn so? Ist er gepflegt? Also gepflegt ist er schon. Wieso steht ihr beiden heute hier und sagt, ihr wollt beide ja diesen Vaterschaftstest haben? Da muss es ja eine Begründung dafür geben. Also als ich Jason zum ersten Mal gesehen habe, ich habe da keine Ähnlichkeiten gesehen, kein bisschen. Und ich finde, jemand, der sich erst 1 Monat vor dem Geburtstermin meldet und sagt, hallo, du wirst Vater in 1 Monat, davon kann ich nicht viel halten. Also. Okay, und das ist auch dein Antrieb, oder? Ja klar, also erstmal, wie sie sich gemeldet hatte damals. Also ja, damals war ich halt so... Das war alles so plötzlich und so und da hatte ich den Kleinen gesehen, Gefühle entwickelt und nach einer Zeit wird man auch mal im Kopf so ein bisschen nachdenklich und denkt sich so, wieso, weshalb, warum? Und nachher ist das gar nicht von dir, ja? Eben. Gut, ich denke, wir sollten es heute tatsächlich klären und dafür brauchen wir natürlich deine Ex-Affäre, ja, meinen heutigen Gast, auf den ich mich natürlich freue, dass die Carmen. Was soll der ganze Scheiß hier bitte schon? Nach 3 Jahren kommst du um die Ecke? Ja, nach ich hätte auch 3 Jahren? Aber wieso? Ich kann doch jetzt nach 3 Jahren mal nachfragen, ob es überhaupt meiner ist. Ja, ich habe doch erzählt, was alles für Mankos gibt. Jason hat doch heute Geburtstag, ne? Warum feierst du nicht mit deinem Kind Geburtstag? Weil ihr mich hier hingeschleppt habt. Ach. Deswegen? Also, wenn das mein
Kind wäre, ich hätte mit meinem Kind den Geburtstag gefeiert und nicht, dann hätte ich gesagt, ja, tut mir leid, ist aber nicht das geht später. Was, ja? Was mischst du dich da überhaupt an? Weil ich Arnos neue Freundin bin und ja, ich auch sehe, wie Jason unterentwickelt ist. Unterentwickelt? Wie geht. Ja. Wart ihr jemals bei einer Untersuchung mit? Könnt ihr das überhaupt sagen? Ja, was sagt denn der Arzt dazu, dass er kaum spricht und so verschlafen ist? Er redet, ja. Wenn du dich mit ihm befassen wirst, dann wirst du erst sehen, dass ja, er ich redet. Ich habe ihn vor einer Woche gesehen bei McDonald's, als du da mit ihm saßt. Ja, und? Und was hat er gesprochen? Er hat zwar gesprochen, aber wieder seine eigene Sprache überwiegend. Man Nein. Der kann doch gar nicht richtig sprechen. Das ist überhaupt nicht wahr. Der ist jetzt eine drei Lüge. Jahre alt. Das ist eine Lüge, was du hier loslässt. Alles, komplett. Das stimmt nicht, Kang. Doch. Also wirklich, wenn du Jason Tiere zeigst, wir waren im Tierpark gewesen, der kennt wieder Tiere, der kann wieder die Wörter aussprechen. Wirklich, also... Ja, wenn ihr das so meint, bitteschön, aber es ist nicht so. Carmen, aber ja? Gut, das ist natürlich so, ich habe ja selber ein kleines Kind und das klingt schon sehr fundiert, wenn die beiden sagen, das gesamte Sprachniveau ist relativ gering bei ihm. Woran könnt ihr das er ist mit der Sprache zurück, er müsste für sein Alter mehr sprechen. Ja, okay, das weiß ich auch, das weiß auch der Kinderarzt, aber er hat sich mittlerweile, seitdem er im Kindergarten ist, so gut entwickelt, also er kann ganze Sätze kann er reden. Ja, aber die Frage ist, ich meine, das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Es gibt viele Kinder, die einfach ein bisschen langsamer sind in der Entwicklung und einfach später nach- oder aufholen. Ja. Das, was aber als Kritik da drin steckt, ist diese Vermutung, dass du ihn einfach nicht genügend förderst das und ihm das beibringst. Wahr. Das ist nicht wahr. Okay, dann ist eine andere Frage. Wieso unterbindest du seit einiger Zeit den Kontakt zwischen Arno und dem Kleinen? Ganz einfach, weil es wurden Termine beim Jugendamt ausgemacht und du hältst dich nicht dran. Ja, wenn ich umziehe, was soll ich den Kleinen denn nehmen, wenn ich umziehe? Ich habe gesagt, ich kann das andere irgendwas. Wochenende nehmen. Es da hast du gesagt, nee, dann gar nicht. Es war drei Jahre lang geht das schon so. Du rufst an, ja, ich bin krank, ich habe einen Schnupfen oder sonstigen Scheiß. Das stimmt, nicht, ich habe einen Schnupfen, also, du rufst krank. Uns an und sagst, nimm den Kleinen heute Abend, ich muss heute Abend arbeiten. Das ist wenn überhaupt nicht wahr. Wenn du den Kleinen nicht nimmst, dann siehst du ihn gar nicht. Das war hast du gemacht, das letzte Gespräch, was wir hatten. Deswegen habe ich ihn ja so lange nicht mehr gesehen. Melanie, also du hast das Gefühl, das kam in Arno oder euch beiden unter Druck setzt in der Sache. Also wirklich. Das ist wirklich so, sie sagt, wenn wir den dann und dann nicht nehmen, also wir waren im Umzug, überall standen Kisten rum, da kann man kein Kleinkind halten, das ging einfach nicht. Stimmt. Wir hatten noch nicht mal eine Küche gehabt, so, und das geht einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, es geht nicht, und das war sogar beim Jugendamt abgesprochen, dass wir umziehen und es sein kann, dass wir die Termine nicht wahrhaben können. So, ein Umzug dauert immer. Beim Jugendamt hat er gesagt, ey, zieht erst im Monat um, ja? Ja, das war auch wirklich so, wir sollten auch erst im März umziehen, es hat sich aber alles verzögert und wir sind deswegen erst im Februar schon umgezogen. Carmen, ich habe noch mal eine Frage, wieso hast du den Arno eigentlich erst so wahnsinnig spät darüber informiert, dass er überhaupt Vater werden würde? Ich habe es selber ignoriert. Bitte? Ich habe es ignoriert. Wie kann man denn einfach bis zum achten Monat? Da ist doch wohl hier schon was zu sehen. Moment, also du hast acht Monate lang nichts von deinem Kind gemerkt, das da wächst? Ich habe es gemerkt, aber ich wollte es nicht wahrhaben, weil ich zu dem Zeitpunkt erst meine Arbeit hatte. Und die wollte ich nicht aufgeben. Und deswegen habe ich es einfach... Bist auch nie zum Gynäkologen gegangen, hast nie einen Check machen lassen, gar nichts. Nein. Wow, aber ich meine, es gibt Frauen, bei denen es tatsächlich so ist, es gibt Frauen, bei denen es sogar noch weiter geht, die es wirklich komplett verdrängen, bis das Kind auf die Welt kommt. Ne? Ist ein Kuriosum für mich, muss ich ehrlich sagen, aber ich will da gar nicht jetzt anmaßend irgendwie sein, aber es wundert einen natürlich so ein bisschen. Ne? Sag mal, was denkst du denn? Dich nervt dir, dass Arno jetzt nach drei Jahren erst kommt und diese Vaterschaftszweifel in den Raum stellt. Kannst du ihn gar nicht verstehen, dass er da diese Zweifel hat? Ich habe ihn damals nicht gezwungen, diese Vaterschaftsanerkennung zu unterschreiben. Hat er das denn gemacht? Ja. Zahlt er Unterhalt? Nein. Warum nicht? Also theoretisch, ich bin Auszubildender und der Staat zahlt ja, für mich. Ja, ab diesem Jahr musste Unterhalt zahlen, ne? Deswegen stehen wir hier, ne? Sag es nicht doch gleich. Deswegen? Nein, nicht deswegen. Nein. Sondern weil wir einfach wissen wollen, ob Jason von Arno ist oder nicht. Mhm. Okay, also ich frage dich ganz konkret. Carmen, könnte es eine Möglichkeit geben, dass ein anderer Erzeuger in Frage kommt? Nein. Weil es war ja keine feste Bindung. Du hattest ja, warst ja nicht ihm gegenüber verpflichtet. Du hättest ja durchaus auch mit anderen Männern sexuell verkehren können. Hätte ich, habe ich aber nicht. Gar nicht. Also er war der Einzige zu der Zeit? Ja. Sicher? Sicher. Okay, dann kann ja nicht schief gehen. Dann gucken wir mal, was rausgekommen ist. Denn unsere Wattestäbe waren sauber. Wir haben Speichelproben entnommen, ins Labor geschickt und wir haben ein Ergebnis bekommen. Und das kommt jetzt. Getestet wurden Arno und Jason André, der heute drei Jahre alt wird. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge bei
stolzen 99,998%. Also ich finde wirklich, ich kann es ein bisschen verstehen. Also ich ärgere mich manchmal darüber, wie wenig Grundvertrauen in den Männern steckt, was diese Vaterschaftsfrage angeht. Aber in deiner Situation kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, sage ich auch ganz ehrlich. Also kreide es ihm bitte nicht an. Ihr hattet ja keine feste Partnerschaft. So, die andere Sache, ihr hattet bislang ja einen moderaten Weg gefunden, dass beide Elternteile irgendwie auf diesen Kleinen einwirken können. Bitte, bitte, fangt nicht an, jetzt da so eine Verhärtung irgendwie aufzubauen. Ja, nur weil es irgendwann zwischendurch mal nicht so am Ast rein geklappt hat. Das gilt wirklich für beide Parteien jetzt. Es ist ganz wichtig, der Kleine hat eine Chance darauf, mit beiden Eltern groß zu werden. Also nehmt ihm diese Chance nicht, nur weil ihr euch irgendwie in die Haare kriegt. Das wäre wirklich super doof. Ich hoffe, dass ihr wirklich immer gut handelt und immer vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, dass es um den Kleinen geht, ja? Und nicht um euch in erster Linie. Okay? Alles Gute euch drei. So, also, wir hatten vor einiger Zeit eine Situation, beziehungsweise die Menschen, über die ich jetzt reden möchte, hatten folgende Situation. Ronald und Anja waren mal ein Paar. Inzwischen ist die Beziehung perdu. Das heißt, sie sind nicht mehr zusammen. Ralf war mal ganz gut befreundet mit dem Ronald. Auch das ist perdu, weil, werden Sie gleich verstehen, er hat nämlich ganz tüchtig an ihr rumgegraben und ihr direkt mal beigepult, du, lass ihn stehen, komm zu mir, ich finde dich nämlich auch ganz prall. Was ist dabei passiert? Alles ist schiefgegangen, ein Kind ist entstanden, die Frage steht im Raum, wer ist der Erzeuger des Kindes, und das wollen wir natürlich heute klären. Deswegen freue ich mich jetzt auf meinen nächsten Gast und hier kommt er direkt, hier ist der Ronald! Ronald, hallo. Ja, hallo. Es geht um die Frage, wer der Vater von der kleinen Kimberly ist. Kimberly ist heute wie alt? 6 Monate. Aha. Du warst mit Anja zusammen. Wie lang ging diese Beziehung? Wir waren öfters mal getrennt auch. Und also insgesamt, Pi mal Daumen? Insgesamt gut 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Der Ralf war ja eigentlich mal ein guter Kumpel von dir, ne? Ja. Aber er hatte ja irgendwann, und das hat es ja doch echt sehr problematisch gemacht, ein Auge auf Anja geworfen, ne? Ja, das hat er auch zugegeben gehabt. Wie hast du denn darauf reagiert damals? Ich habe da gar nicht darauf reagiert. Blindes Vertrauen? Hm. Okay. Na, das spricht ja für euch. Aber warum seid ihr denn dann auseinandergegangen, wenn alles so toll und vertrauensvoll war? Weil sie nicht nur bärbar, sondern auch handgreiflich wurde. Also, das heißt, sie hat dich beschimpft? Ja, beschimpft und beleidigend wurde sie. Und, aber du sagtest ja, sie hätte dich auch attackiert. Ja, genau. Wie denn? Geschlagen, Haare gezogen, gebissen. Jetzt flippt man nicht aus, sein Mensch. Und wie hast du denn reagiert in dem Moment? Also, weil ich meine, es ist ja auch dann schwer an sich zu halten, könnte ich mir vorstellen. Ja, das war in der Zeit, als sie mit Kimberly schwanger war und ich konnte nichts machen. Sie war im Mutterschutz, also ich hätte ihr, weiß nicht, was ich gemacht hätte. Also, ja, also nach dem Biss, also. Ja, macht man ja sowieso nicht. Man also schlägt keine Frauen, aber es sagt sich immer so leicht, wenn dann die Freundin, die man hat, auf einmal selber auf einen eindrischt. Mhm. Spätestens da verschiebt sich natürlich die Grenze komplett. Ja. Ne? Okay, ich weiß nicht, warum sie es gemacht hat. Vielleicht kann sie es mir erklären. Ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Hier ist die Anja. Ich hab dir genau gesagt, wann ich befruchtbar war, ne? Und darin hatten wir Sex gehabt. Komm, und dann kommst du mit so einer Scheiße jetzt an, oder was? Und dann mit Ralf auch noch. Bist du nicht mehr ganz dicht? Ja, ich sehe da Ralf drin. Ich sehe da... Nein, das ist John mit drin. Mit mir. Bist du nicht mehr ganz dicht, oder was? Und dann und und so was, ne? Das weiß ganz genau, warum ich das gemacht habe. Weil du mich in den Stich gelassen hast. Von Anfang an. Nee. Anja, weshalb hast du, auf ihn eingeschlagen oder ihn gebissen? Er hat mich damals immer oft sehr in den Stich gelassen. Er ist pokern gegangen, er ist alles drum und dran. Was heißt, also pokern ist ja jetzt... Oh Mann, er hat mich sehr oft alleine gelassen. Okay, das heißt... Pokern war einmal im Monat. Also. Einmal im Monat.
Aber mit den Großen, alleine. Also ich nehme das schon sehr ernst, wenn du mir das sagst. Nur war das so einmal die Woche pokern oder warst du, dass du dich regelmäßig immer wieder alleine gelassen gefühlt hast? Jeden Tag im Grunde? Ja, nicht jedes Wochenende, aber er war öfters weg. Ich war alleine, jeden Abend alleine. Er war entweder am PC. Ich habe dir immer gesagt, dass du weggehen kannst. Du kannst auch weggehen, das habe ich dir gesagt gehabt. Du hast es nicht wahrgenommen, also tut mir leid. Ey, wenn ich einmal, zweimal weggegangen bin, du hast Misstrauen zu mir gehabt. Das heißt, er hat dir unterstellt, dass wenn du mal rausgehst, dass du dann aber auch mit anderen Männern anbandelst. Ja, ja, so ungefähr. Ich bin einmal mit einem Kumpel weggegangen und da hat er schon Misstrauen gehabt. Jetzt lass uns mal ganz konkret über die Situation mit dem Ralf sprechen, weil ich meine, Ralf hat ja nun auch dir auch klare Avancen gemacht, muss man ja wirklich sagen, ne? Ja. Da spätestens kann ich natürlich schon verstehen, dass da bei ihm so ein gewisses Misstrauen auf einmal hochkommt. Da ist nur eine Freundschaft, männlich. Was hat der Ralf denn damals genau gesagt? Ich habe damals aus der Lehre erfahren, dass von Freunden, dass er in mich verknallt ist. Und habe ich ihn darauf angesprochen und er hat zugegeben. Okay. Mehr ist aber nicht geworden, nur also Freundschaft, kein Sex, kein gar nichts. Also er ist auch nie diesen Schritt dann mal weitergegangen, der Ralf, und hat probiert, dich zu küssen oder ähnliches? Nein, gar nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Okay. Trotzdem, Ronald, du bist dir ja ganz sicher, dass da Ralf irgendwie eine Rolle spielt und dass es vielleicht doch zu Sex gekommen ist und er vielleicht sogar dein Kind gezeugt hat. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal den Mann, um den es hier in Wirklichkeit jetzt auch geht, dazu. Das ist nämlich der Ralf. Herzlich willkommen. Du hast hier gar nichts zu sagen. Ach nee? Du hast nicht ein bisschen zu sagen. Wieso denkst du denn, dass das meine Tochter sein könnte? Weil sie so aussieht wie du. Hä? Weil sie so aussieht wie du. Das ist nicht meine Tochter. Wir haben eine freundschaftliche Beziehung. Wir waren nie miteinander in der Kiste gewesen. Sehr zu deinem Leidwesen, Ralf, oder? Du wärst ja schon gerne auch mal mit ihr in die Kiste gegangen, oder? Ich hatte Gefühle für ihr, das stimmt. Das verberge ich auch nicht. Aber wir sind auch freundschaftlich geblieben und mehr passiert auch nicht. Okay, aber kannst du es nicht verstehen? Weil ich meine, Ralf, du warst ja mit dem Ronald auch mal befreundet. Richtig. Und natürlich fühlt es sich für ihn unangenehm an, wenn er weiß, dass sein eigener Kumpel die eigene Freundin angräbt oder ihr sagt, dass sie verliebt oder dass du ihr gesagt hast, dass du verliebt in sie bist. Da kann ich schon nachvollziehen, dass Ronald ein Stück weit unsicher ist. Also kannst du ihn denn da gar nicht begreifen? Na, ich verstehe es einfach nicht, wieso er die Behauptung in die Welt setzt, dass es mein Kind sein könnte. Er sagt, er sehe Parallelen zwischen der Kleinen und dir. Aber es gibt doch kein Aussehen von mir da in dem Kind. Ja, als wir zusammen gewohnt haben, da hast du auch mal Nächte bei ihr gepennt, während ich mal ein Pärchen war. Das macht er jetzt auch. Ja, ich penne jetzt auch noch, ich schlafe jetzt auch noch bei ihr, aber ich schlafe nie mit ihr. Das heißt, ihr seid so enge Freunde, dass ihr auch übernachtet zusammen, immer noch. Ja. Ja, aber ich schlafe auf der Couch und sie im Bett. Er schläft in der Stube und ich in dem Schlafzimmer. Er schläft in der Stube und ich in dem Schlafzimmer. Okay. Getrennte Zimmer. Ist es für dich nicht sehr schwierig, wenn du so Gefühle für sie hattest? Dann sind die weg, die Gefühle? Oder? Die Gefühle sind weg, weil wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine Freundschaft haben wollen. Ja, aber man kann die ja nicht so einfach abstellen, wenn man einmal verliebt in jemanden ist. Und ganz ehrlich gesagt, es tut mir auch nicht weh, wenn ich in der Wohnstube schlafe auf der Couch. Das ist unser Entscheidend, dass die Freundschaft auch behalten bleibt. Okay. Assistierst du denn so ein bisschen im Umgang mit dem Kind? Hilfst du ihr da? Ich helfe ihr mit den Kindern auch, ja. Aha. Findest du denn, dass der Ronald genügend sich kümmert um sein Kind? Nein. Findest du das? Gar nicht. Einen ganzen halben Jahr nicht mehr. Okay, Ronald, woran liegt es? Es liegt daran, dass ich nicht das Finanzielle habe, nicht ständig auch zu pendeln. Und wie weit ist denn das? Also wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, circa 50 Kilometer. Das Hin- und Hin-Gepinde da möchte ich einfach nicht. Aber das ist ganz doof. Also das heißt, es ist jetzt schon so festgefahren und verhärtet, dass ihr ja der Kleinen auch die Chance nehmt, ihren Vater kennenzulernen schlussendlich. Ne? Möchte ich nicht. Ja, ich aber will es nicht. Aber zu einem Kind gehören zwei Teile. Ich habe einen neuen Lebenspartner. Er kümmert sich um die Beine richtig rührend, ob das seine eigenen Kinder sind. Und das ist das, was zählt. Und nichts anderes. Tja, aber ich finde das immer so schwierig, weil dein Kind wird irgendwann fragen, wo der wirkliche Papa ist. Wenn das passiert, werde ich denen das sagen. Aber wenn nicht, dann lass ich. Ja, aber vielleicht, ganz ehrlich. Das Ding ist einfach, weißt du, dein Kind hat ja nie dann die Wahl gehabt, frei zu entscheiden. Du stellst sie vor vollendete Tatsachen. Wenn sie erstmal groß ist, dann muss sie akzeptieren, dass du ihr die Möglichkeit genommen hast, die ersten 15, 16, 17 Lebensjahre ihren Vater zu erleben. Ja, aber dann will ich denen sagen, was er für ein Arsch ist. Aber richtig.
so, er hat mich im 6. Monat im Stich gelassen. Das ist richtig. Sie war im 6. Monat schwanger gewesen, hat er sich einfach verzogen. Ronald, stimmt das? Das kann ich auch bestätigen. Stimmt das? Ich weiß jetzt nicht, Boy, was für eine Sache das war. Da war sie mit Kimberly schwanger. Da hast du sie im 6. Monat sitzen lassen. Was sollte das denn überhaupt sein? Wieso hast du sie sitzen lassen? Mit Umzug. Ich muss meinen ganzen Umzug alleine. Das war während meiner Arbeitszeit. Was soll ich denn machen? Naja, das ist, Ronald, das ist natürlich auch ein bisschen platt. Ich meine, eine schwangere Frau braucht einfach eine andere Unterstützung als jemand, der kein Kind erwartet. Ne? Aber Sekunde mal, wir wollen noch eine Frage aus dem Ja, aber ich wollte nur sagen, ich finde das echt das allerletzte von dir, dass du seine Freundin angrebst. Wirklich. Und das der Schublade, ey. Das muss ich echt sagen. Das ist echt. Ich dass du nicht Dazu möchte ich jetzt auch mal was sagen. Es ist richtig, ich hab's getan, aber ich lasse es sein jetzt. Jetzt mal ehrlich, schäm dich! Ja, ja, ich hab's gerade gesagt, ich lasse es doch sein. Wir haben eine gute Freundschaft aufgebaut und mehr interessiert doch nicht, oder? Ja, also, naja, sagen wir mal so, du hast sicherlich die Freundschaft aber zu ihm jetzt nicht mehr, oder? Richtig. Ja, also du hast dich entschieden. Gut, das ist manchmal so im Leben, dass man für sich Prioritäten setzt. Für dich ist Anja wichtiger gewesen schlussendlich. Richtig. Trotzdem, ich kann natürlich das verstehen, dass man sich darüber so ein bisschen echauffiert. Aber andererseits finde ich das einen guten Zug, dass du jetzt Anja zur Seite stehst und sie unterstützt in dem, was sie zu tun hat. Denn es ist natürlich auch anstrengend, so ein Kind alleine zu sein. Wobei, du hast einen Partner, sagst du, neun, ne? Der sich kümmert. Wisst ihr was, wir machen es jetzt mal anders. Ich weiß, jetzt sind hier so ein paar Wortmeldungen. Jetzt möchte ich aber gerne, dass wir einfach mal reingucken, was der Vaterschaftstest sagt. Denn dafür seid ihr schlussendlich hergekommen. Ronald, du wolltest, dass der Test gemacht wird? Ja. Wir haben einen Test gemacht mit dir und natürlich auch mit dir, Ralf. Die Frage steht nur im Raum, wenn klar ist, wer der Erzeuger von der Kleinen ist, was passiert denn dann? Ja, ich habe noch ein drittes Kind denn und kümmerst du dich um das erste und das dritte Kind dann auch? Ich werde mich hauptsächlich nur um das erste kümmern. Sag ich. Okay, das ist das, was wir meinten. Gut, das heißt, er ist da auch recht brutal in seiner Art, die Dinge abzulegen. Das okay, habe ich verstanden. Dann würde ich sagen, klären wir jetzt einfach mal, was Sache ist. Denn wir haben getestet, und zwar dich, Ronald, und dich, Ralf, und die kleine Kimberly. Ralf, du sagst ja, es wäre nie was gelaufen. Du warst zwar verliebt, hast dich aber nie schlussendlich ganz an sie rangemacht. Richtig. Okay. Stimmt das? Das wollen wir natürlich wissen. Ralf und Kimberly haben Speichelproben entnommen oder haben wir entnommen. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass es sich bei den Spendern, bei solchen genetischen Konstellationen nach internationalen Standards 100%ig nicht um den Vater handelt. Die Vaterschaft ist ausgeschlossen bei euch beiden. Getestet wurden aber natürlich auch Ronald und Kimberly. Hier hat die Analyse des übersandten genetischen Materials ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge, wie schon bei den anderen zwei Kindern wahrscheinlich, bei 99,9954% liegt. Ach, schlecht, habt ihr das gesagt? Ja, klar. Du bist so ein verlogenes Arschloch. Was habt ihr gesagt? Wann war ich befruchtbar? Wann habe ich dir das gesagt, dass ich schwanger bin? Ich habe dir das von Anfang an gesagt. Ich will mich da jetzt auch gar nicht rausreden. Also, habe ich gar nicht vor. Ist es war so, Ende Dezember. Ich habe dir dann und dann Bescheid gesagt. Hm. Also ich meine, du hast es ja im Grunde ganz klar formuliert. Du hast kein Interesse an Kimberly, weil du deine Pläne irgendwie ins Ausland verlagern willst oder dein Leben ins Ausland verlagern willst. Du dagegen bist froh, wenn er weg ist, habe ich so verstanden. Jo. Okay, dann ich weiß nicht, ob das der beste Weg für die Kleine ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ihr habt euch so entschieden und momentan hat die Kleine keine andere Chance, als das zu machen, was die Eltern vorgeben. Insofern kann ich nur hoffen, dass ihr richtig entschieden habt. Ja, ich wünsche euch alles Gute, danke euch, dass ihr meine Gäste wart und verabschiede mich jetzt.